Herzlich willkommen im Herzenwerk-Orakel. Hier ist die Roswitha. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße alle Zuschauer ganz herzlich. Ja, und möchte mich auch nochmal für die vielen neuen Abos bedanken in letzter Zeit. Also, ja, herzlichen Dank, freut mich. Und ich freue mich auch über eure Likes und Kommentare. Ja, und einfach, dass ihr da seid. Wir schauen heute wieder in die kommende Woche rein. Was kommt auf uns zu? Was dürfen wir erwarten? Worum geht's? Und das schauen wir heute mit dem ätherischen Visionen-Tarot von Matt Hughes. Schauen wir mal in die allgemeine Energie, was, ja, welche Energie liegt über der kommenden Woche. Da haben wir die zwei der Kelche und den Pagen der Kelche. Wow, die zwei der Kelche, ihr wisst es, da geht es um ein Angebot zwei, die sich versöhnen, auf Augenhöhe begegnen. Ja, wieder auf sich zugehen, der Page der Kelche, vielleicht kommt da jemand auf dich zu. Ja, wieder mit einem Versöhnungsangebot, also oder mit einem Angebot, mit Komplimenten, der reicht dir hier den Kelch. Du schaust halt, ja, was ist in dem Kelch drin? Möchtest du das überhaupt? Und ja, es geht hier anscheinend um Gefühle oder etwas, was dir am Herzen liegt, was dir Freude bereitet. Das ist eine sensible Energie. Vielleicht ist es auch ein Hilfsangebot. Das kann natürlich auch sein. Mit den zwei der Kelchen, da geht es aber darum, sich auszutauschen, auch sich zu versöhnen, wieder anzunähern. Ja, eine verständnisvolle Begegnung zu haben, vielleicht miteinander zu sprechen. Also auf wen du auch immer da schaust, vielleicht hast du das Bedürfnis, auf jemanden zuzugehen. Das muss jetzt nichts mit dem Seelenpartner oder mit deinem Wunschpartner zu tun haben. Es kann auf Familie, auf Freunde, auf Kollegen bezogen sein. Bitte schau da für dich, ja, ob das auf eine Situation in deinem Leben passt, ob da was ist, was dich, ja, wo du jetzt sofort dran denkst. Dann kann es sein, dass du hier in Resonanz gehst, muss aber nicht sein. Es ist eine allgemeine Legung, die kann also nicht für jeden stimmig sein. Schau mal mit dem Epic Light Lenormand von Kathleen Bergmann, was wir dann Klärungskarten bekommen. Und wir sind immer noch in der allgemeinen Energie der kommenden Woche. Die kommende Woche, das ist die kommende Woche, dem Zeitpunkt, wo du sie findest. Kann aber auch sein, dass sie dir anzeigt, wo du schon mittendrin bist. Ja, oder vielleicht auch schon vorbei. Das wirst du dann wissen. Ich kenne deine Situation ja nicht. So, eine Klärung bitte. Ja, da mit dem Spiegel, da scheint es mir darum zu gehen, oder es geht wohl darum, dass da jemand reflektiert hat, sich selbst reflektiert hat, seinen Anteil an einer Situation angeschaut hat. Und es kannst du sein, es kann ein Gegenüber sein. Und jetzt, ja, vielleicht sich entschuldigen möchte, sich versöhnen möchte, ja, sich erklären möchte. Vielleicht bist du das auch, dass du das Bedürfnis hast, mit jemandem zu sprechen, deine Sichtweise zu erklären auf ganz ruhige Art, also eine versöhnliche Art. Das ist hier keine hitzige Diskussion, das ist wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe, mit dem Ziel, dass man sich wieder versöhnt, dass man wieder friedlich, harmonisch miteinander umgehen kann. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Klärung zum Pagen der Kelche. Maske. Also es kann sein, dass vielleicht jemand auf dich zukommt, von dem du es nicht erwartet hättest. Oder es kann sein, dass hier jemand unter einem Vorwand auf dich zukommt, aber ein dringendes Bedürfnis hat, mit dir zu reden. Möglicherweise überlegst du dir auch, wenn du das bist, der Page der Kelche, wie du auf jemanden zugehen kannst, also ohne dein Gesicht zu verlieren. Vielleicht hat hier jemand Angst, sein Gesicht zu verlieren, aber es ist ihm ein Bedürfnis. Dieser jemand hat hier reflektiert und möchte eben wieder da Frieden, Harmonie reinbringen und ja, das Ganze wieder gut machen. Mit dem Mond, da geht es hier um Emotionen, vielleicht auch Ängste. Jemand hat hier Angst vor dieser Konfrontation.
kann auch sein, dass man hier schlaflose Nächte hat, voneinander träumt oder sich halt viele Gedanken darum macht, um dieses Gespräch, um diese Versöhnung. So, dann schauen wir mal. Für dich persönlich, worum geht es dann noch? Eine Karte aus dem Tarot, okay, da kommt sie schon. Der Narr, ja, es geht hier um einen Neuanfang. Und wir schauen gleich mal. Ja, Neuanfang. Also vielleicht bist du in der Energie, du bist offen für einen Neuanfang und du bist auch spontan. Vielleicht ist aber auch jemand spontan. Wir schauen mal mit dem Epic Light Lenormand noch mal gleich, worum es da geht. Was bringt er da noch? Okay, also es geht um einen Neuanfang, wo noch nicht gewiss ist natürlich, wo das hinführt. Da ist noch Unklarheit, da ist Missverständnisse da. Bei dem Narren geht es ja auch darum, unbekümmert und neugierig, vielleicht auch risikofreudig, sich in etwas Neues, in eine neue Situation zu begeben, etwas Neues anzufangen, auch wenn man noch nicht weiß, da ist man unbedarft, da ist man vielleicht auch ein Anfänger. Also vielleicht, das ist wie wenn du eine neue Arbeit anfängst, da bist du auch erstmal der Anfänger, der dann nichts weiß, der sich nicht auskennt im neuen Betrieb. Und trotzdem bist du in der Leichtigkeit und bist da neugierig und ja, versuchst hier da lebendig, unbekümmert, locker zu sein, zu bleiben und auch vielleicht, es geht auch vielleicht um Spontanität und jedoch ist dann nicht klar, wie es weitergeht. Da ist diese Unsicherheit, dieser Narr hier, der steht ja oben auf dem Felsen hier und hat hier so einen kleinen Sonnenschirm, Regenschirm in der Hand und man glaubt fast, der springt gleich los, ja, und ist so in einer Leichtigkeit, als könnte er fliegen. Also er stürzt sich ins Unbekannte. Vielleicht ist auch das die Energie. Ja, es geht auch darum, mal was zu wagen, einen Neuanfang zu wagen, ohne zu wissen, ob das oder wie es ausgeht. Ob es gut ausgeht, ob es doch nicht gut ausgeht. Also worauf immer du schaust, da ist die Energie, da weißt du vielleicht nicht, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt gleich nochmal schauen in der Klärung, ob wir noch was zu den Wolken bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Chance auf Glück. Da geht es auch wieder um Spontanität. Du bist da in der Zuversicht, dass es gut werden kann, dass es für dein Glück gut werden kann, wenn du dich dafür offen hältst für einen Neuanfang. Und ja, dann mit dem Bären am Unterdeck, da bist du stark, da bist du mutig vielleicht auch, ja. Hier geht es um deine Kraft, da trotzdem irgendwie den Schritt zu wagen, dich darauf einzulassen, was hier vielleicht kommt und ja, mal schauen, wo es hinführt. Schau mal weiter jetzt auf die Liebe betrachtet. Was kommt in der Liebe auf dich zu? Nathalie hat es aber rausgehauen. Und der Stäbe. Ja, die 9 der Stäbe, das ist so eine Karte, da bist du vorsichtig am Unterdeck, Page der Münze. Also da gibt es eine Chance auf Wachstum, auch eine Chance, etwas Neues zu versuchen in kleinen Schritten. Ja, vielleicht gibt es da eine Gelegenheit. Es geht auch um Ehrlichkeit, um ehrliches Wachstum. Also dieser Page, der schaut hier so auf seine Münze, die er da in der Hand hat und ja, überlegt, was er damit anstellen kann. Ne? Also die Gelegenheit kommt und ja, es ist aber die Frage eben, lässt du dich darauf ein? Die 9 der Stäbe zeigt ja an, dass du schon ziemlich verschlossen bist, dass du Angst hast, erneut verletzt zu werden. Du hältst dich vielleicht etwas unnahbar gegenüber deinem Wunschpartner zum Beispiel, deinem Partner in der Liebe, wobei die ganze Woche unter einem guten Stern steht, was die Versöhnung angeht. Aber es kann ja nicht schaden, da trotzdem etwas vorsichtig zu sein, wenn du dein Herz nicht nochmal brechen lassen willst. Nein, also ich meine, wenn man natürlich verletzt worden ist und es gab hier Verletzungen und
ja, unschöne Dinge, dann ist es natürlich logisch, dass man sich etwas zurückhält, dass man da wachsam ist, achtsam ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass du dann Hoffnung hast, dass es wieder zur Versöhnung kommt. Ja, möchtest aber erstmal schauen, vielleicht hat sich dein Gegenüber verändert. Oder ja, um was geht's hier? Das musst du selber wissen, das weißt du selber wahrscheinlich. Und ja, daher halt auch die Maske. Vielleicht lässt du dir das nicht anmerken und bist da eben sehr vorsichtig. Und ja, wenn du da jetzt offenen Herzens vielleicht reingehst und dich so voll der Hoffnung hingibst und am Ende wirst du vielleicht enttäuscht, dann ist es so vielleicht, wenn du mit diesem Menschen schon ein Thema hast, wenn es da Verletzungen gab, dann wäre das so, als würdest du offenen Herzens in diese Begegnung gehen und den Dolch ihm gleich übergeben. Also da, ja, ich will deinem Gegenüber nichts unterstellen, aber ich finde die Neun der Stäbe ganz menschlich und ganz logisch, wenn da eben Verletzungen waren und wenn du da etwas misstrauisch bist. Aber wie gesagt, wenn da jemand kommt und sich mit dir versöhnen will, du bist da offen dafür. Ich nehme an, du hast da Hoffnung, dass es doch wieder gut werden kann zwischen euch, egal ob das in einer Beziehung dann mündet oder ihr dann doch weiter getrennte Wege geht, aber so die Hoffnung auf Versöhnung, auf den Frieden, auf den inneren Frieden mit diesen Menschen, dass man sich, wenn man sich zufällig beim Metzger, beim Bäcker begegnet, in die Augen schauen kann und nicht verstohlen irgendwie den Laden verlassen muss, dann ist das doch eine gute Sache. Ja, wir schauen mal weiter mit dem Lennemann. Was bekommen wir da zur Klärung? Ja, da ist der Halt, die Stabilität, der Anker angezeigt, das Festhalten. Vielleicht klammerst du dich auch an diese Hoffnung. Du hältst an dieser Verbindung vielleicht fest, bist aber vorsichtig. Du möchtest natürlich nicht abhängig werden. Wir schauen mal weiter. Es geht um Basis, euer Fundament, dein inneres Zuhause. Ja, schauen wir mal weiter. Ich muss es nochmal erklären. Du bist hier schon bereit, daran festzuhalten, wenn es hier anders wird. Also wenn die nächste Stufe, das nächste Level erreicht wird, wenn sich was verändert hat, wenn also auf der Stelle treten, das ist nichts für dich. Du möchtest Sicherheit, Stabilität, aber auch Wachstum haben. Also emotionale Wachstum, eine gemeinsame Zukunft, das nächste Level, die nächste Stufe erreichen. Vielleicht kennst du diesen Menschen auch gar nicht und bist einfach von früheren Beziehungen gebeutelt und grundsätzlich wachsam. Jedenfalls kommt da ein Angebot auf dich zu, zwei der Kelche, die Chance, sich neu zu verlieben auch. Es muss nicht derselbe Mensch sein, es kann auch sein, dass hier jemand Neues kommt, der plötzlich, ja, da fühlst du dich vielleicht gehalten, sicher, geborgen. Du fühlst dich ruhig, also gar nicht so aufgeregt und aber einfach sehr, sehr wohl und kannst dir vielleicht auch vorstellen, da also einfach mehr vorstellen. Und trotzdem bist du vorsichtig, lässt da nicht alles gleich durchblicken. Ja, und da ist auf jeden Fall eine Chance da auf eine neue Liebe, auf Glück, auf Erfüllung. Die ist da. Und da geht es halt auch darum, was ist dein Ziel im Leben? Was sind eure gemeinsamen Ziele? Mit der Landkarte am Unterdeck darfst du das halt auch, sollst du das vielleicht auch nicht vergessen. Was möchtest du in einer Beziehung? Was ist für dich wichtig? Und worauf kommt es dir an? Also, ja, sehr schön. Also Neubeginn, Versöhnung, Angebote, neue Liebe. Also das schaut doch sehr, sehr gut aus und auch ein bisschen, ja, Spannung ist dabei, so ein Neubeginn, man weiß vielleicht nicht, wo es hinführt. Also es kann auf jede Situation natürlich sein, und in der Liebe bist du einfach vorsichtig, wachsam. Ja, schauen wir mal, was hat denn die geistige Welt, die lichte geistige Welt für dich als Ratschlag? Da haut es hier gleich einen Anker davon. Also es kann natürlich schon ein bisschen
turbulent werden, aber das ist ja oft so mit neuen Lieben. Was haben wir da? Das Ass der Schwerter und die Liebenden auf dem Kopf. Habt ihr das gesehen? Genau. Ja, also da gibt es die Möglichkeit zur Klärung und die Liebenden, da geht es ja auch darum, dass sich zwei voneinander entscheiden, ja zur Liebe sagen. Und umgekehrt, ich habe so das Gefühl, irgendwas hat vielleicht nicht funktioniert. Es gibt hier eine Klärung. Du kannst hier ein altes Thema vielleicht. Vielleicht hat es hiermit zu tun, mit dem, was sich da gebeutelt hat. Da gibt es auch eine Chance, das zu klären und das abzuschließen. Ja, da wieder Harmonie, Frieden reinzubringen. Da möchte ich jetzt gleich mal schauen, nochmal mit dem Epic Lighter nochmal, was da noch zur Klärung kommt. Das Labyrinth. Und das Haus. Ja, du hast hier. Ach, du warst hier verwirrt. Du kanntest dich nicht mehr aus. Du hast es nicht verstanden, was hier in der Vergangenheit passiert ist. Du warst verwirrt. Du bist ziellos vielleicht umhergelaufen. Und da wäre vielleicht eine Basis, ein gemeinsamer Weg möglich gewesen, aber irgendwie kam der nicht zustande. Und da ist diese Woche Klärung drin. Das ist vielleicht auch wichtig, dass du das was Neues einlässt. Die Möglichkeit scheint hier zu kommen. Also wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung. Es muss nicht alles, es muss nicht bei jedem so stimmig sein. Da lasst euch einfach überraschen. Schauen wir mal. Und wir haben ja den König der Kelche am Unterdeck. Also da geht es definitiv um ein Gegenüber. Und am Unterdeck hier das Nest, da geht es um Geborgenheit, das Zuhause, neue Leben, Neuanfang, etwas Schützenswertes. Und ja, vielleicht geht es auch darum, Vertrauen, dass es gut werden kann. Dieser König der Kelche, das weiß ich jetzt nicht, ist das jemand Neues für dich oder ist das jemand, den du schon kennst? Der ist auf jeden Fall sehr gefühlvoll. Das wird ja eine gefühlvolle Woche. Ja, auch wenn du achtsam bist, sorgsam bist, wachsam, kommen hier sehr schöne Angebote auf dich zu, sehr schöne Energien, ein bisschen Spannung, aber auch Zuversicht, Optimismus und die Chance auf etwas Beständiges, auf etwas, das Zukunft hat, das wachsen kann. Ja, und eine Klärung in Bezug auf die Liebe. Oder etwas, was dir am Herzen liegt, scheint hier auch noch möglich zu sein, dass du aus dem Labyrinth, aus der Verwirrung rauskommst und wieder in eine Stabilität kommst. In diesem Sinne, spannende Legung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart, einen schönen Abend noch und ja, bis zur nächsten Legung. Ciao, ciao.